Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir sind auf der Sanctuary und wie man hätte raten können oder ja, was auch immer, Claptrap hat es natürlich versaut. Und ja. Meine Ware, meine wundervollen Werkzeuge der Verwüstung, Kammerjäger, schnell, tu doch etwas! Ja, was denn? Achso. Danke, aber mein Schießstand steht noch in Flammen. Wo geht's so weiter? Da unten? Alter, wie groß das hier ist. Danke. Komm zurück, dann können wir uns unterhalten. Danke für die Hilfe, Kammerjäger. Aber erwarte jetzt keine Rabatte. Du kannst allerdings ein SDU von deinem alten Kumpel Markus annehmen. Je mehr du tragen kannst, desto mehr kannst du von mir kaufen. Ja, das stimmt. Oh! Das ist eines der besten SDUs, die du kaufen kannst. Also kauf es schon. Rucksack? Viel Spaß, keine Rückerstattung. Mehr Sniper-Muni. Und... Also kauf das endlich. Ja, ja. Ja, nochmal. Ein guter Start, aber reicht es? Wahrscheinlich nicht. Ey. War schön, mit dir Geschäfte zu machen, Kammerjäger. Ja, mit dir auch. Warte, ich verkauf mal die... Mehr braucht man nicht. Die Dinger, die ich nicht mehr brauch. Erzähl deinen Freunden davon, und ein... Ja, ja. So, da. Warte, der ist näher. Oh, hi. Fünf weitere Missionen und dein Vertrag ist erfüllt. Dann kannst du abzwitschern. Das hast du schon vor 5 Missionen gesagt. Nein, ich sagte vor 3 Missionen noch 5 Missionen und vor 5 Missionen noch 3 Missionen. Krieg das auf die Reihe, Soldat. Zahlen zählen nicht, nur Kriege zählen. Willst du diesen Krieg gewinnen oder was? Na, Hauptsache, es klingt gut. Ich gebe keine zwei Scheißhaufen in einem vakuvianischen Chicken-Sandwich drauf, was für dich gut klingt, Soldat. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Wenn du diese Eilenbär-Einheit behalten willst, heißt das noch 5 weitere Missionen. Und ich brauch dich da draußen bei den Frischlingen. Wenn du hinschmeißt, sind sie tot. Ach, na schön. Eine weitere Mission. Wo geht's hin? Zu Dazaran-Bucht. Scheiß verfickter Hurensohn, Arschloch-Sackgesicht-Wichser! Ist wohl ein bisschen gefährlich da. Ist da jemand? Hallo? Folgt dem klinischen Klang meiner Stimme. Wo bist du, Tennis? Mach dir um mich keine Sorgen. Mir geht's gut. Ich muss mich nur warm halten. Nein, oder? Die Kontrolle ist durch den Riss ausgefallen. Du musst sie neu starten. Diese inneren Organe sind echt eigenartig. Du hättest auch einfach rausgehen können. Einen Moment! Ich hab's gleich! Verblüffend bequem, weißt du? Wie ein fleischiger Schlafsack. Es ist nur ein klein wenig schleimig. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass man bei der Temperatur in meinem Labor wieder überleben kann. Sieh doch mal nach, ob noch jemand Hilfe braucht. Ich rufe dich, wenn du noch mal irgendwo draufschlagen sollst. Okay, gut. Kein Problem. Alter, wie groß es hier ist, voll geil. Platz gleich! Die Türen müssten eigentlich funktionieren.
Jemand hat die Bastarde vor dem Staat eingesperrt. Hol sie da raus, Kajot. Wir sind gerettet. Dieser Roboter ist irre. Klapp, er hat doch gesagt, er bestraft uns, wenn wir irgendwas sagen. Claptrap, hast du die Crew eingesperrt? Die intergalaktischen Praktikanten-Sklaven? Logisch! Ich hab sie alle in eine kleine Kammer gesperrt, um ihre Treue zu garantieren. Das ist Management für Anfänger! Ich sage das nur einmal. Keine Sklaven. Eine Woche keine Sklaven. Verstanden. Rekrut, da ich meine Gefängniszellen nicht mehr verwenden kann, kannst du eine davon als Schlafkoje haben. Viel Spaß, Rekrut! Vielleicht komme ich später vorbei und bewundere genauer. Beurteile das Feng Shui deines Raums. Super, Kammerjäger. Ich habe das Problem gefunden. Ein kaputter Entropiebeschleuniger. Ich habe Ersatz im Frachtraum. Hilfst du mir? Ja, weil die Crew jetzt auch nicht da ist, ne? Ah, da ist Ellie. Hi. Ein kaputter Entropiebeschleuniger ist keine große Sache. Ich habe reichlich Ersatzteile im Frachtraum und noch was Besonderes für dich. Okay. Ja. Scheiße, wir müssen wohl den Druck aus dem Frachtraum ablassen. Scheiße. Ich will doch nicht gehen. Soll ich das jetzt auch machen? Oder? Tja, leb wohl, Greifkralle Jetpack und Linkshänderwaffen. Jetpack? Es soll wohl nicht sein. Aber wenn Öl nicht in den eisigen Schlund des Weltraums gesaugt wurde, sollte er noch einen Entropiebeschleuniger übrig haben. Jetpack? Wieso? Ah, boah. Ach so. So viele Sachen fehlen, okay. Jetzt wach schon auf, Öl. Unser Schiff ist am Arsch und wir brauchen deine Hilfe. Was willst denn du? Einen Entropiebeschleuniger. Ich bin beschäftigt. Verpiss dich. Gib mir den Entropiebeschleuniger, Öl. Ich sehe deinen Namen nicht an der Tür, wie immer du heißt. Gib mir das Teil oder ich verbieg dich zu einer Brezel und tunke dich in Salzlauge. Schon gut. Ich würde ja gern gegen was Wertvolles tauschen, aber du hast ja nichts. Also zieh Leine, du Schmarotzerin. Ich hatte einen echten Scheißtag. Nerv nicht. Du hast einen Scheiß. Kein Deal. Kammerjäger, er hat sich da drin verschanzt. Wir müssen ihm geben, was er will. Wir brauchen Iridium. Geh zur Bar und sprich mit meiner Mama. Sie hat für alle Fälle von jeder Währung was da. Gut, deine Mama. Moxie. Eindeutig, zweideutig. Okay. Ich hab gehört, du bist ein KDK-Killer. Cool. Du siehst hart aus. Wir sind jetzt Freunde. Okay. Ich heiße Moxie. Und du, Zuckerschnute? Moose. Und du siehst nach Ärger aus. Schuldig. Pfoten weg von unserem neuen Kammerjäger, Ma. Wir sitzen in der Scheiße. Wir brauchen Iridium, um das Schiff zu reparieren. Hast du mal meine Spielautomaten ausprobiert? Vielleicht hast du ja Glück. Ich bin genauso gut. Warum haben sie mich nicht gewählt? Krass. Na, sieh mal an. Du hast ein echtes Händchen dafür.
Komm ruhig wieder, Zuckerschnute. Ich kenne noch ein paar andere Spiele. Okay, KJ, gib dieser Kackfresse Öl, was er haben will. Wir spielen nochmal. Dann eben nicht. warte, das. Wie bin ich hierher gekommen? Hier. Nein, da war er. Da war er. Ja, Hier. So. Tja, ein paar andere Spiele kennt ihr, hm? Such dir was aus! Ich hab den ganzen Tag Zeit, aber nicht für dich! Neuer Kopf? Ah, der ist nicht schlecht. Ja. 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 Was zum Henker? Was? Ja, wir ballen. Ach du Scheiße. Gut, Oh la la. Ist auch geil, dass sich die Flammen da bewegen. Kaugummi. Gut, Oh Gott. Lebenswetter. Insektenschutz. Kreisige Blatt. Anglerpokal. Rettung. Heilig. Alter, was gibt's? Alter, was gibt's denn hier alles? Die große 3. Waffenskins. Alter, geil. Am Ende sind Schmerzen, Dämmerung. Skelettknochen. Die ist auch cool. Schwarzer Drache. Ja. Extra. Spektral. Ja, naja. Blau. Nee. Blaubeerlimonade? Die sieht doch ein bisschen anders aus. So, Schmuckstücke. Okay, Emoji. Just why? Okay. Was ist? Gefällt dir nichts? Ich kann deine Visage nicht mehr sehen. Verpiss dich! Wo ist das verdammte was weiß ich was haben? Komm bloß nie wieder! Wo ist das hin? Oder warte. Wir brauchen doch. Sicherheit geht vor. Aber wo kann ich das? Mal ein paar verdammte Blumen mit. Wow. Wow. Der hat's einfach hingeschleudert ohne. Installier schnell den Entropiebeschleuniger. Was für ein Penner. Warum müssen wir uns jetzt auf einmal beeilen? Das könntet ihr doch selbst machen hier. Ey, das ist da oben. Noch weiter oben. Ah, hier. Ah, da. Klingt gut. Oh ja, jetzt schnurrt sie wieder wie ein sattgefressener Skag. Ab auf die Brücke, Kajot. Verschwinden wir hier.
Alles klar, Big Boss. Hallo! Zurück aus der Versenkung? Ich dachte schon, du weißt schon. Während du weg warst, hat Troy ein Propagandavideo für unsere Anhänger gemacht. Galaxis-Premiere! Siehst du ja, du bist ein Star! Nein. Ignoriere sie. Wir haben zu tun. Kammerjäger, verschwinden wir hier. Und diesmal wirklich. Bring uns nach Promethea. Ja, ich glaube, ich mach das, ne? Nicht der komische Ding. Pandora. Ein Großstadtplanet voller funkelnder neuer Technologie und einer unbezahlbaren Anzahl von Nudelimbissen. Unbezahlbaren, unhaltbaren Anzahl von Nudelimbissen. Als Atlas auf Promethea eine Kammer entdeckte, löste das ein neues goldenes Zeitalter von Expansion, Forschung und Gewinnspannen aus. Klingt nicht so, als wäre das es geht los. Als wäre das schlecht. Bäm. Okay, wir sind heil angekommen. Immerhin. Was zur Hölle? Eine Maliborn-Flotte. Ich dachte, das sei ein Atlas-Planet. Hier ist was faul, Lil. Da hat offenbar noch jemand ein Auge auf Promethea geworfen. Kammerjäger, hier rüber. Jawohl. Bin schon da. Hör zu, wegen der Sache auf Pandora. Nichts darf uns aufhalten. Du wirst für mich einspringen müssen. Kann ich mich auf dich verlassen? Aber klar, Commander. Gut, nehmen wir Kontakt mit Atlas auf. Wenn jemand weiß, wo die Kammer ist, dann sie. Gut. Ich empfange keine Signale von Atlas. Maliborn muss ihre Kommunikation stören. Moment, hier ist etwas. Ja, war ja klar. Das klang nach einem Notruf von Atlas. Sie brauchen da unten Hilfe. Atlas auf unsere Seite zu bringen, wäre ein guter Anfang, um die Kammer hier zu finden. Wenn wir sie unterstützen, helfen sie uns vielleicht. Oder sie töten uns zumindest nicht, während wir suchen. Der Notruf kam vom Stadtrand. Wir müssen runter auf die Oberfläche. Aber wir haben keinen Zugang zum Schnellreisenetzwerk von Promethea. Da bin ich dir längst voraus, Lil. Kammerjäger, komm zum Frachtraum, dann reden wir. Alles klar. Und du bleibst da. So. War ja klar, dass die netten Atlas-Typen wieder Probleme haben. Hui. Ne. Noch weiter runter. Oh, ich muss mich hier erstmal auskennen. Okay, hier geht's dann wieder runter. So, hier bist du. Hi. Ich habe unsere Landekapsel mit einer Schnellreiseeinheit ausgestattet. Nice. Die wird sich mit dem Planetennetzwerk verbinden. Dann kannst du wieder raufkommen. Also, das wird weder bequem noch zuverlässig noch sicher, aber reingelegt. Ein Aber gibt es nicht. Das war nur eine Aufzählung. Und jetzt hör auf, meine Beine anzugaffen. Ja, ich krieg das mit. Steig ein und los geht's. Na dann. Hey. Oh, Entschuldigung. Du wolltest noch was sagen? Dammit.
So. Uiuiuiuiui. Oh, ich bin ein Idiot. Ich hätte meine Munition auffrischen sollen. Was sind das denn für Viecher? Das sah echt heftig aus. Bist du noch da, Killer? Ich glaube, ich habe mich komplett auf links gestülpt. Na, Hauptsache, du lebst noch. Ellie scheint dich ins Stadtgebiet gebracht zu haben. Finde raus, woher der Notruf kam. Okay, bin ich jetzt wirklich hier reingecrashed? Oha. Ah, hi. Ratchling. Well. Entschuldigung. Okay, die ist auch geil. Und das ist eine Pistole. War das schwer? Cool. Ist das jetzt ein neuer Skin? Skill? Schon, oder? Warte mal. Warte mal. Wo muss ich den hin tun? Ah, warte. Hier hin, oder? Ja. Wenn er dann fresh ist. Wenn er dann fertig ist. Ich mach euch alle kalt! Ich nehme mein Chili-Rezept mit ins Grab! Wieso haben alle Chili-Rezepte? Die Deckung!
Ich halte sie auf! Scheiße! Ja, wer ist das denn? Hallo! Bloody Badass. Scheiße, was für eine Sauerei! Ich dachte schon, das war's. Hey du, komm her! Woher weißt du, dass ich freundlich bin? Hä? 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 Ah, schon gut. Hi. Leck mich, das nenne ich gutes Timing. Diese Banditen haben irgendwie Maliwan-Kanonen in ihre Griffel gekriegt. Ach ja, ich bin Lorelei. Hat Reese dich geschickt? Ich kenne keinen Reese. Mein Boss, der Chef von Atlas, wir sind mit Maliwan im Krieg. Bist wohl nicht von hier, was? Diese Irren tauchen überall in der Stadt auf und brüllen was von einer Kammer. Bedank dich bei den Kalypsos. Ich muss die Kammer vor ihnen erreichen. Die Kalypsos? Die jammernden Echo-Net-Arschlöcher vom Kult? Ja. Von Kammern habe ich keine verfickte Ahnung. Aber Reese, komm, ich muss ihm eh von unserem Banditenproblem erzählen. Ich stell dich vor. Ich bin bereit zum Aufbruch. Hier sind wir eh nicht mehr sicher. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Okay. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Juhu. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.